Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Bin irgendwie schneller jetzt. Wahrscheinlich, ich habe einen Trank. Aber warte, da wäre die Quest. Wollen wir das direkt machen oder wollen wir noch ein bisschen looten? Meinst du, dann ist es hier vorbei? Hier sind auch noch jede Menge Smaragde. Ja, wahrscheinlich müsstest du noch irgendwo rauskommen, ne? Oh, cool. Das finde ich auch noch gut, dass die zu einem hingeflogen kommen. Mhm. Also da unten, das haben wir alles noch nicht gemacht. Hm. Also jetzt noch viel, was wir noch nicht gemacht haben. Aber ich hätte jetzt mal draufgelegt, mal geguckt, was passiert. Ja, dann. Verlasse die Gruft. Okay. Also wir wollten dieses Buch bekommen und dann müssen wir möglicherweise einfach wieder zurückgehen. Das heißt, auf dem Rückweg gucken wir mal. Wir gehen mal zurück, indem wir die anderen Wege öffnen. Genau. Hier ist aber... Das heißt, jetzt muss das eine Tor muss aufgegangen sein. Ah, jetzt habe ich gerade so einen Rundumschlag gemacht. Das ist. Ups. Das ist praktisch, wenn mehrere Gegner um einen rum sind. Na, jetzt echt. Jetzt ist echt Lag-Problem hier. Ja. Oh. Der Hund hält relativ, also der Wolf hält relativ viel aus, es sei denn, dass er versucht, einen Creeper anzugreifen, aber... Ja, rechts unten wäre ein Stärketrank. Mhm. Oh, den nehme ich gerade mal, da kommen gerade ganz viele Zombies. Hit. Was hast du gesagt, ist einer? Das ist ein Raum... Ah, du bist... Ich habe noch eine Truhe gefunden, links unten. Irgendwas habe ich gerade aufgesammelt. Ich komme mal zu dir. Ja. Hast du Tüdel-Düdüt gemacht? Stärketrank, Dynamit und Pfeile. Ah, okay. Jetzt habe ich 164 Pfeile. Ah, du hast Dynamit. Ich habe 714 Smaragde. Ich habe gerade keinen Plan, wo wir hier langlaufen und wo wir noch nicht waren. Also hier sind jedenfalls noch Gegner. Oh, sorry, falsche Taste. Hm. Ich habe auch kaum Schaden gekriegt. Kaum. Dein Kopf ist weg. Lukas, du hast meinen Kopf weggesprengt. Kaum Schaden, hast du gesagt. Ja, da ist er wieder. Kann das sein, dass ich hatte Unsichtbarkeit. Genau, ich hatte Unsichtbarkeit. Okay, ich habe nur die Rüstung gesehen. Ja. Interessant, interessant. Ja, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Schon da? Wieder, die ganze Zeit noch zu Püttel de Püng. Da rechts unten waren wir noch nicht. Genau, und dann links rum. Da unten links rum. Was ist denn hier? Kann man hier durch? Nee. Creeper. Da ist, da ist nämlich noch eine Truhe. Mit Schattengebräu. Hm. Nimmst du ja, das bei auf? Dir sieht man es nicht so, weil du die, weil du ja den Wolfskopf auf hast. Ah. Also wenn ich den jetzt wegnehmen würde? Dann bist du jetzt unsichtbar, genau. Also fast. Okay. Jetzt bist du wieder sichtbar. Ich lasse ihn mal an, damit ich stärkere Gegenstände bekomme. Falls es überhaupt so hier funktioniert. Hier war noch irgendwo eine Truhe. Da, genau, da steht. Ja, was war denn jetzt ganz unten? Da waren wir ja auch noch nicht, ne? Oh, ich habe eine Rüstung Level 9. Meine Rüstung, die ich aus dieser Truhe bekommen habe, hat Level 1. Hm. Guck mal, da unten. Da ist noch ein Schwert. Da müsste noch ein Raum sein. Aber das Schwert hat zwar Level 7, also bei allem anderen schlechter. Man behalte ich meine Axt. So, und jetzt könnte ich da noch... Nach einem Elitentreffer durch Geschosse wird manchmal ein kleiner Köcher mit Pfeilen hergestellt. Ja. Meine Gesundheit durch Erkundenrück und Flammenspur. Durch Rollen erzeugst du eine Feuerspur. Hatte ich das nicht? Also auf der anderen. Hast du dich zwischendurch mal geheilt?
Ja. Ich hab das mit der Flammenspur ganz vergessen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen und einem seltenen Zustand? Zustand ist gut. Selten ist theoretisch besser. Aber, also ein seltener Gegenstand der gleichen Stufe dürfte besser sein. Wenn ich auf die Karte gucke, dann haben wir hier jetzt alles gesehen. Ja. Und können jetzt den Weg hier weitergehen, der führt zum Rest des Dungeons. Genau. Also wenn oben, wir jetzt links weitergehen. Ja. Also da, wo die ganzen Gegner rumstehen. Ja, so. Jetzt aber. Oh, TNT. Dynamit. Genau. TNT. Und eine Menge Creeper. Ente gut. T-Ente. Ich seh nix. Wieso siehst du nichts? Weil da so ein Dings da im Weg steht. Ein Gebäude im Weg steht. Da oben sind noch ganz viele Kreaturen. Aber okay, also da würde es jetzt dann irgendwann zum Ende gehen wahrscheinlich. Also da wird man aus dem Dungeon rauskommen. Und wo du hier lang gelaufen bist, war da noch was? Das, wenn ich mir auf die Karte angucke, dann ist das alles auch irgendwie miteinander verbunden. Ja. Und wo wir lang gehen, ist wahrscheinlich fast... Kann ich? Weil hier sind noch Smaragde. Da ist noch eine Truhe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo du bist. Levelaufstieg. Ja. Zwillingsbogen. Ich habe ganz viele Gegenstände gehabt. Du hast einen leckeren Knochen. Jetzt muss ich mal gerade hier Zwillingsbogen. Schießt auf zwei Feinde gleichzeitig. 18 bis 45 Fernkampfschaden. Du bist in einem anderen Dungeon-Bereich als ich. Ja, du kannst auf der Karte, du musst ja sehen, wo ich da... Seh dich auf der Karte nicht mehr. Sehe ich dich... wenn ich M drücke, sehe ich gar nichts mehr. Also das kann auch sein, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Ich kann ja mal versuchen, dahin zu laufen, wo du bist. Wenn du runtergehst und dann so ein bisschen dich links hältst, da wo du vorhin lang gelaufen bist. Ich sehe, wo du bist. Ah, okay. Komm, also ich sehe dich auch auf der Karte rumlaufen. Ja. Komm ich mal zu dir. Also ich teleportiere mich einfach mal zu dir. Oder so, stimmt. Wupp, 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 wupp. Drehst du dich im Kreis? Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Das hat ja toll funktioniert. Ich lauf mal in deine Richtung. Lauf doch mal nach unten, genau. Da bist du, ja. Okay, wollen wir, das ist ja egal, in welche Richtung wir weitergehen. Ja, ich glaube, hier ist noch ein bisschen... Looten? Ja, also hier gibt es viele Kreaturen. Hier und oben auch noch. Na toll. Diese Spinnennetze. Da ist noch ein, War da eine Truhe? Nee. Die Spinnennetze sind natürlich schon echt ein ärgerliches Ding. Guck mal da, ganz, ganz viele Creeper. Weil gerade bei so vielen Creepern. Das ist wenig hilfreich. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das ruckelt enorm. Also okay, ich hab das jetzt nicht. Da geht's raus. Okay, da wollen wir nicht lang. Das, oder? Das sieht nach dem Ausgang aus. Oder ist das nur ein Zwischengang? Waren wir denn schon überall? Ich glaube, wir waren sonst überall, oder? Nee. Wenn du mal M drückst. Ja, wenn ich M drücke, sehe ich schwarz. Ich sehe. Ach so. Es sind ganz viele Bereiche noch nicht ausgefüllt. Dann folge mir. Folge dir, ja. So, genau. Ah ja, okay, da sind auf jeden Fall Gegner. Ja. So, Moment. Hier rechts war auch irgendwie noch ein Raum, wo wir noch nicht waren. Da ist aber nichts Besonderes. Mhm. Okay, dann da, wo wir eben waren. Da. Komm.
nur her. Schattenform. Ah, die beiden ihr Räume, die sehen nicht genauso aus wie das, was wir vorhin schon gesehen hatten. Nur einmal 90 Grad gedreht. Okay. Ja, wahrscheinlich gibt es so vorgefertigte Raumtypen und die werden dann halt zusammengesetzt. Und Ruhe. Eine Spitzhacke selten. Hm. 25 Nahkampfschaden. Und die andere macht 18 bis 28, hat aber noch einen Wirbelangriff. Find die immer noch besser, die Axt. Du sagtest doch, du hast einen Wolf, ne? Ja. Du ich habe jetzt, glaube ich, auch einen genau. Level 3 Wolf. Zumindest, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt drücke ich die Taste 2 und nichts passiert. Okay. Ich behalte die Axt. Die hat, also die Spitzhacke, die macht immer genau 25 und die Axt macht 18 bis 28, aber hat noch den Wirbelangriff. Und der ist bei vielen Gegnern halt hilfreich. Mhm. Da müssen sie mir mit was Besserem kommen erstmal hier. So. Ich glaube, von da unten kamen wir, oder? Genau, aber hier ist noch ein Raum, wo wir noch nicht waren. Spinne ist da irgendwie rumgelaufen. Hier schon wieder mitten in der Wand. Creeper. Also ich kann gar nicht auf Gegenstände klicken. Okay. Kann man also hier das Pfeilbündel zum Beispiel? Kannst du nicht aufnehmen? Doch, jetzt schon. Aber nur manchmal. Also es ist auf jeden Fall noch. Ja. Es kann noch Bugfixes brauchen. Manche Dinge könnten ein bisschen besser einfach funktionieren. Achso, hier waren wir vorhin, ne? Mhm. Warte, ich muss mal. So, ich habe jetzt einfach mal den Overlay eingeblendet. Ja, eben beim Overlay funktioniert es einigermaßen. Da sehe ich zumindest. Manchmal, also es sieht da so ein bisschen, die Wände sind ein bisschen weiß. Und so in den Bereichen, wo ich noch nicht war, grau. Das funktioniert aber nicht immer. Okay. Also bei manchen Stellen, wo ich definitiv schon war, so, da ist es. Hier waren wir noch nicht. Trotzdem grau, obwohl es eigentlich weiß sein müsste. Wieder die grüne Kerze. Mal gucken, ob ich mich zu dir teleportieren kann. Nee. Funktioniert auch nicht? Nee, ich erscheine auch da, wo ich schon war. Hm. Interessant. Ja gut, da irgendwas. Irgendwas müssen wir ja noch verbessern können. Genau. Vielleicht gibt es einen DLC, wo das dann funktioniert. Okay, der Bugfix-DLC. Genau. Nee, also bisher, also das erste Level hat es ja funktioniert. Vielleicht hat er jetzt einmal kurz irgendwie Verbindung verloren oder sowas. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich denke mal, gleich wird es wieder funktionieren. Ach, ich könnte meinen Hund mal wieder, meinen Wolf mal wieder rufen. Oh. Ah, war das deiner? Nee, das war meiner. Ja, jetzt haben wir zwei, okay. Ja. Und die kämpfen da oben gegen die Creeper und lassen sich in die Luft jagen. Einer ist gerade zumindest liegen geblieben, wenn ich das richtig sehe. Aber die räumen ganz schön auf, ne? Mhm. Da musst du ja fast gar nichts mehr selbst machen. Ja, nur dass sie halt Schaden nehmen. Ja. Ja, aber du kannst ja immer wieder neu. Ah nee, warte mal, wenn der überlebt und du den neu holst, hat er dieselbe Energie, erscheint einfach wieder bei dir. Ja. Und das hat einen Cooldown. Ja. Waren wir hier oben schon? So, jetzt habe ich einen neuen gerufen. So. Moment, ich heile mich mal kurz. Und dann gucken wir auf die Karte. Ja, da waren wir schon. Okay. So, das heißt, jetzt müssen wir noch hier lang. Da gibt es noch einen ganzen Zweig, wo wir nicht waren. Die sind aber dann schon groß, die Dungeons, ne? Ja. In der Tat. Oh, jetzt habe ich einen Geschwindigkeitstrank. Ha! Der Geschwindigkeitstrank nutzt mir nur nichts, wenn ich festgesponnen bin.
auf und tot. Oh, die Creeper hier, die haben aber mehr Wumms. Also mehr Trefferpunkte. Ja gut, wir hatten das Schwierigkeitsgrad einmal angehoben, ne? Ja, aber die haben, vorhin habe ich die, glaube ich, mit einmal. Oder ich bilde mir das gerade ein. Mhm. So, jetzt haben wir aber fast alles. Den also, Raum noch und den Raum da oben und dann haben wir... Mein Bogen ist zu schwach. Oh. Brauch immer mehrere Schüsse für die... Auch jetzt sind die Wölfe durchaus hilfreich. Mhm. Ah. So, ich habe eine Jägerrüstung Stufe 9. Aber die ist genauso wie die, die ich schon habe. Spitzhacke Level 1. Irgendwas stimmt da doch nicht, Lukas. Ja, ja. Ja. Ja, halb so wild. Das ist so nach dem Motto, wir begünstigen mal den einen und begünstigen immer weiter. Ja, warten wir mal ein bisschen ab. Vielleicht läuft es ja gleich genau andersrum. Ja. Aber das ist so ein bisschen... Oh. Das ist ein... Ach, der TNT. So. Ja, das erste war ein Creeper, das zweite war TNT. Da ist ein bisschen was von, wir machen das Spiel fair, sodass es kein Gemecker gibt und dann verteilen wir massively unbalanced. Genau. Aber nur für den einen ist es fair. Genau. So, ich habe ein gewöhnliches Schwert Stufe 13. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. 20 bis 32 Schaden. Was ist denn dein Kraftlevel mittlerweile? Moment. Ich dümpel immer noch bei 5 rum. Aber dafür habe ich über 1000 Edelsteine. Also ich habe 1024 Edelsteine und mein Kraftlevel ist 10. Okay, meins ist 5, also nicht so weit entfernt. Okay, also aber... So, es gibt noch einen kleinen Fleck, den wir noch nicht gesehen haben. Und da wir ja Completionists sind... Ja. Wie sagt man das im Deutschen? Vollständigkeitsfanatiker. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, aber ich war hier hinten noch nicht. Oh. Nee, nein, das stimmt nicht. Das ist, Ist es bei dir auch nicht mit weißen Wänden gezeichnet? Es gibt da, genau, es gibt einen kleinen Teil, der nicht mit weißen Wänden gezeichnet ist. Und zwar genau da, wo hier noch Monster sind. Okay. Scheint ja doch einigermaßen genau zu sein. Ja. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zum Ausgang. Weil, wenn ich mir die Karte so angucke, waren wir jetzt auf ganz am Anfang gab es so einen ganz, das ignorieren wir jetzt. Ich will jetzt nicht ganz zurücklaufen. Also den Ausgang sehe ich auf der Map. Ich nicht. Ich habe immer mal wieder Ausfall beim Ton. Also ich höre zum Beispiel im Moment keine Musik. Die Geräusche von Kreaturen habe ich nicht gehört. Wenn ich Pfeile abschieße, ist es lautlos. So, jetzt habe ich wieder versucht, mich zu dir zu teleportieren. Es hat nicht funktioniert. Soll ich mal versuchen, rauszugehen? Ja, kannst du mal gucken, was passiert, wenn du rausgehst? Also ich bin jetzt rausgegangen. Neues Ziel, verlasse die Gruft. Ja. Okay. Ich kann auch jetzt keine Map aufrufen. Aber ich bin auch im Ausgang. Also Tabulator funktioniert nicht im Moment. Bei mir schon. Interessant. Ja, dann, also ich sehe aber einen Pfeil, da könnte man natürlich jetzt hingehen. Du kannst ein bisschen den Weg vorgeben, ich folge dir dann einfach. Also hier ist auch relativ viel, also eine relativ große Map irgendwie noch. Mhm. Weil ich dachte, die Gruft, mit der Gruft wäre es jetzt vorbei, aber... Boah, guck mal, der macht echt fast keinen Schaden, der Bogen. Hm. Hier lang. Das ist immer so cool, dieser Pfeil, ne? Der zeigt ganz weit nach rechts. Okay, wir laufen nach links. Ja, natürlich. Ups. Ah, da weist jetzt der Hund gerade. Also Wolf. Der Wolfshund.
Hund Wolf. Oh. Ah. Ich habe den Hund gerade winseln hören, habe ich gedacht, warum? Ja, weil da eine Spinne war. Ah. Wieder angegriffen. Ja. Das ist ein Schaf. Wesen. Oh. Jo. Ja, da kann man nochmal gucken. Aber da ist nichts. Wir haben 16 von 19 Truhen geöffnet und 2 von 5 Geheimnissen gefunden. Ah, ich habe die Map wiederbekommen. Okay. Interessant. Ich hatte gedacht, warum der Hund immer so winselt, aber es ist wie, das ist auch wie in Minecraft. Wenn, wenn du einen gezähmten Wolf hast und der Schaden hat, dann winselt er zwischendurch. Ja. Nur, dass man ihn dort heilen kann. Ich wüsste nicht, wie das hier gehen soll. So. Okay, hier haben wir alles. Da müssen wir weiter zurückgehen. Ja, hier über die Brücke wahrscheinlich. Genau. Sieg wird gerade etwas dramatisch. So. Ja, hier war auch nichts groß. Dann müssen wir quasi wieder zurück, fast zurück bis zur Höhle und dann den anderen Weg entlang gehen. Beziehungsweise wir können mal kurz hier reingucken. Nix. Ah, okay. Hörst du, ob irgendwo eine versteckte Truhe sein könnte? Nicht wirklich. Okay. Also, du hörst das deutlich besser als ich, aber... Ich habe auch den Ingame-Ton etwas leiser. Mhm. Das ist zumindest eine Kuh gewesen. Achso, wolltest du noch was sagen? Folge dir. Also mein Wolf, der überlebt da hartnäckig mit einem kleinen Strich Gesundheit. Nur die Harten kommen in den Garten. Mhm. Oh, Düdeldüdüng. Irgendwas hat Düdeldüdüng gemacht. Düdeldüdüng? Es machte Düdeldüdüng. So ein Level aufgestiegen. Du bist ein Level aufgestiegen? Nee, ich nicht, dass ich wüsste. Hm. Wobei ich sehe gerade, ich habe noch diese Verzauberung. Ich könnte nochmal irgendwo mal was anwenden. Ah, da ist eine Truhe. Cool. Eine Jägerrüstung Stufe 1. Das wird ja schon langsam zum Running Gag hier. Ich habe eine Spitzhacke Level 11, die ist aber schlechter als mein Schwert, also verwerte ich die. Ja. Du hostest das Spiel doch, oder? Ja. Hm. Jetzt hat's wieder Düdeldüdüng gemacht. Interessant. Also ich höre nichts. Hm. Das irgendwie auf irgendwas hinweist. Ah, hier. Da. Ja. Das sah ja genauso aus wie vorhin. Ja, das sind diese Geheimtruhen, die klingen so. Rate mal, was ich bekommen habe. Es war eine Jägerrüstung. Level 1? Ja. Ja, ich habe einen Bogen, der ist auch nur Level 7. Mhm. Der wäre gut gewesen. Tut mir echt leid, dass ich dir den nicht geben kann. Ja, ja. Klar. Ja, ja. Kann das dir gar nicht geben. Ja, der geneigte Zuschauer kennt ja deine Hilfsbereitschaft schon von den Minecraft-Videos. Also da haben wir ja regelmäßig alles geteilt. Alle Bögen, alle Gegenstände. Ach, schon wieder. Da ist noch eine Truhe. Ja, also irgendwas, ich glaube, es liegt halt irgendwie im Spiel. Irgendwas ist da passiert. Ich vermute mal Verbindungsprobleme oder ähnliches, weil ich krieg durchweg 1er Gegenstände. Und die, ich habe ja vorher auch 4er und 5er und 7er Gegenstände bekommen. Also ich vermute, ab diesem Zeitpunkt, wo er die Verbindung verloren hat, kann er mir jetzt nicht mehr allzu gute Sachen geben, weil er nicht weiß, wie stark ich bin oder sowas. Ja. Also ich habe hier einen 12er Bogen, der ist besser als mein, also der ist schneller als mein 11er und hat mehr Kraft. Aber der Zwillingsbogen schießt auf 2 Feinde gleichzeitig und macht genauso viel Schaden oder fast genauso viel. Also behalte ich den. Mhm.
So, lass mich mal auf der Karte gucken. Ja. Hier ist, glaube ich, so ein Ende, ne? Also hier haben wir alles gesehen. Ja. Ich mache nochmal die Overlay-Karte. Noch so einen kleinen Zweig, wo wir noch nicht bis zum Ende waren. Und dann gibt es den Hauptweg. Mhm. Den hier oben, meinst du? Das ist der kleine Zweig. Da ist ja noch eine Vase. Oder Vase, ja. Oder wie auch immer. Und dann geht's hier, wo der Navigationsmarker ist, zum Hauptweg. Und der hat auch wieder zwei Adern. Dann gehen wir doch erstmal den, der nicht zum Ziel führt. Und ja, das Bandana. Das wäre nach oben, ne? Der Weg hier. Der führt nicht zum Ziel. Also nehmen wir doch den. Ja, also diese Gegenstände musst du immer anklicken. Darauf schießen scheint nicht zu funktionieren. Man muss wirklich hinlaufen, ne? Okay. Ah, das war's auch schon. Ja, dann sind wir wahrscheinlich gleich am Schluss. Erst die Gruft und dann noch durch den Wald. Oh. Magier. Ein Apfel. Da ist noch eine Markvase. Mhm, mit jeder Truhe, ne? Ah, okay. Eins, drei, sieben Pfeile hast du. Ja. Ist extra gewartet, ne? Bis ich sehe. Ja, mir fehlen auch nur noch 231 Edelsteine. Ich sehe, da hinten sehe ich noch irgendwas, aber das ist hinter dem Tor. Mhm. Dick! Mission endet in 3, 2, 1, 0. Ah, Level abgeschlossen. Gruselige Gruft. Ich hab 7485 Schaden angerichtet und du hast 355 Pfeile abgeschossen. Was? Ich habe über 300 Pfeile abgeschossen? 355. Wir haben 95% der Truhen geöffnet und 93% der Kreaturen besiegt. Mhm. Also gab es noch irgendwo was, wo wir nicht waren, aber nicht viel zumindest. Und da ist eine Loot-Chest. Ein leckerer Knochen, Stufe 10. Okay. So, das heißt, dann tausche ich doch mal den Level 5 Wolf gegen den Level 10 Wolf. Er hat 5 Beschwörungsschaden mehr. So, Lukas, ich würde mal sagen, bis auf so leichte Fehler, leichte Bugs im Spiel, und das wird ja sicher noch behoben, das war doch schon mal eine erfolgreiche Runde. Also wir haben jetzt ein Level gemacht in dem Wald und dann diesen Dungeon. Ja. Es ist nichts, um jetzt hier wirklich die mörderböse Action zu machen. Ja, also wer sagt, ich will hier die übelsten Kämpfer aller Zeiten, für den ist das wahrscheinlich nicht das richtige Spiel. Aber es ist zum einfach mal so schön zusammen ein bisschen vor sich hin zocken und ein bisschen was zu erforschen und ein bisschen zu looten und ein paar Creeper zu klatschen und so. Ich würde sagen, ist das doch ein ganz schönes Spiel. Ja, also klar, ein endgültiges Fazit können wir nach der Zeit noch nicht ziehen. Es gibt ja auch noch viele Schwierigkeitsgrade und sowas. Mhm. Aber jetzt allein schon der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, das hat ja ein bisschen angezogen. Mhm. Und also hast du ja schon gesagt, die Creeper brauchen dann auf einmal zwei Schüsse und eben diese zwei Schüsse können halt den Unterschied machen, dass sie zu dir kommen oder nicht, ne? Oh, und wenn ich mal gucke hier auf der Karte mit den Missionen, was es da noch so gibt, Redstone-Minen zum Beispiel, da bin ich mal sehr gespannt. Das sieht sehr nach so Minenschacht und Loren und sowas aus. Mhm. Kürbisweiden, nasser Sumpf, also so die verschiedenen Biome, die man so kennt. Da gibt es auch Wüste, das ist jetzt noch gesperrt.
Ja, und so ein Lavaberg oder sowas, ne? Das sieht auch sehr cool aus. Hier unten, wenn ich hier weiterrolle, gibt es noch in Kürze Inselrealms. Aha. Die Frage, ob man da selber was bauen oder... keine Ahnung. Mal sehr gespannt, was das noch gibt. DLCs vielleicht? Oder so. Ja. Also die Enderperle haben wir ja schon im Inventar. Eigentlich müssten wir ja da sehr einfach hinkommen können. Genau, das müssen wir uns nur hin teleportieren. Genau. Ja, also so viel erstmal zu Minecraft Dungeons. Macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, Lukas, das können wir uns sicher auch nochmal anschauen. Ja. Ich fand's cool. Dann sagen wir an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Ad Astra.